Moin ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Pferde schere und werde am Ende auch noch kurz darauf eingehen, wie ich sie dann eindecke. Ich kann gut nachvollziehen, dass es hier jetzt welche gibt, die gegen das Scheren sind. Ich schaffe es aber wirklich nicht, 4 Pferde trocken zu reiten. Außerdem müssen meine Pferde mehrmals die Woche trainieren und ich würde auch ungern in einem dicken Wollpulli Sport machen. Es gibt viele verschiedene Schermuster. Ich zeige aber, wie ich meine Pferde schere anhand von Carlsson und ich halte generell wenig davon, das halbe Pferd zu scheren und den Rest plüschig stehen zu lassen. Ich selber wüsste gar nicht, wie ich dann eindecken soll, weil das dicke Plüschfell darf man ja nicht zu warm eindecken, aber die geschorenen Stellen muss man ja warm halten. Daher bin ich eher ein Fan davon, das Pferd komplett zu scheren, macht das seit Jahren so und meine Pferde haben mir bis jetzt nie den Eindruck vermittelt, dass sie damit irgendwie unzufrieden sind oder sich unwohl fühlen. Ich darf mich glückliche Besitzerin dieser 2 Schermaschinen nennen. Die sind von der Firma Heiniger, also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich war darauf immer angewiesen, mir Schermaschinen zu leihen. Und jetzt eigene Schermaschinen zu haben, macht mich so glücklich und es lohnt sich bei 4 Pferden ja definitiv. Das hier ist das Modell Progress und es wiegt mit nur 930 Gramm echt wenig. Außerdem ist dieser Griff total schmal und auch für kleine Hände geeignet. Und ein weiteres Highlight ist, dass sie wirklich ziemlich leise ist. Ich habe mich für Schermesser entschieden, die oben 31 Klingen und unten 23 haben, mit einer Schnittlänge von 2 bis 4 mm. Diese gibt es auch noch als fein, dann ist es aber nur noch 1 bis 2 mm Schnittlänge und das ist mir ein bisschen zu kurz. Und jetzt zeige ich euch, wie man die einbaut. So sieht das Ganze aus, wenn sie fertig zusammengebaut ist. Und wir bauen die jetzt einmal zusammen auseinander. Dafür ist hier so ein Schlüssel mit bei gewesen. Man braucht die Schrauben gar nicht doll lösen. Wahrscheinlich fallen mir die jetzt auch schon so raus. Weil man das nämlich gleich einfach reinschieben kann. Das ist total praktisch. Das dürfte schon reichen. Dann kann man die einfach so vorziehen, die beiden Schermesser. Hier haben wir jetzt die Schermaschine von unten. Da kann man auch dann immer mal nach dem Scheren die Blätter rausnehmen, die Schermesser, und einmal sauber machen. Hier haben wir so 2 Nüpsis. Da kommt das kleinere Schermesser einfach so eingelegt. Das hält dann auch so ein bisschen. Also ich sage jetzt einfach mal die beschriftete Seite. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Schermessern ist, aber hier kommt bei der kleineren die beschriftete Seite nach unten. Das heißt, die so gewölbt ist, die gewölbte Seite kommt nach unten und die ausgekerbte Seite nach oben. Total unverständlich. Ich glaube aber, dass das Bild schon alles erklärt. Hier haben wir es jetzt genau andersrum bei dem größeren. Denn da nehmen wir die beschriftete Seite und die kommt nach oben. Man muss das jetzt einfach nur hier vorsichtig drauf schieben, ohne die andere darunter natürlich total wieder zu verrutschen. Und dann ist das auch schon fertig. So sieht das dann nämlich aus. Ich werde das jetzt mal festschrauben, weil ich muss das dafür recht gerade halten. Nicht, dass mir die Klingen gleich rausfallen. Das war es eigentlich auch schon, denn jetzt ist sie schon betriebsbereit. Auch schon gleich vorm ersten Gebrauch solltet ihr Öl drauf machen. Ich mache das jetzt gleich im Stall, damit ich nicht hier meine Wohnung einsaue. Aber da kommt dann einfach hier ein Streifen drauf und hier oben in das Loch macht ihr auch noch ein bisschen Öl rein. Lasst die kurz laufen und dann könnt ihr ans Pferd gehen. Bevor ich mit dem Scheren anfange, putze ich mein Pferd gründlich und sprühe es auch nochmal mit Mähenspray ein. Wichtig ist, dass euer Pferd trocken ist und dass es am besten so sauber wie möglich ist. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr anfangt mit dem Scheren, zieht euch bloß kein Vlies oder so an. Im besten Fall noch so eine glatte Regenjacke drüber, weil sonst kriegt ihr die Haare nicht mehr von den Klamotten ab. Nebenbei diese coole Putzkiste ist von Unique Horse und die Bürsten meiner Lieblingsfarbe sind von Haas. Also nicht vergessen, das Pferd so gründlich wie möglich zu putzen, dass so wenig Sand wie möglich auch auf der Haut ist, denn so halten eure Schermesser länger. Außerdem habe ich das Gefühl, das Scheren fällt dann auch viel leichter. Deswegen mache ich noch einmal Mähenspray aufs Pferd und bürste dann den letzten Staub raus. So sieht Carlsson jetzt vor dem Scheren aus, das Fell ist sauber und jetzt kann es losgehen. Ich beginne meistens im Bereich der Schulter, weil die Pferde da am wenigsten kitzelig sind, habe ich das Gefühl. Und hier mache ich dann eher kurze Bewegungen an solchen kniffligen Ecken, wo jetzt hier der Hals den Übergang hat. Aber an der Halsunterseite zum Beispiel, wo man eine lange, glatte Fläche hat, kann man auch lang durchziehen. Versucht immer den gleichen Druck anzuwenden und
ja, ihr müsst da einfach das herausfinden, wie man das am besten macht. Also ihr dürft nicht zu doll drücken, aber auch nicht zu lasch sein, sonst bleibt zu viel stehen. Wenn ihr aber doch so ein paar Streifen habt, ist das nicht schlimm. Die sieht man nach einer Woche nicht mehr. Für Kopf und Beine verwende ich die akkubetriebene Saphir Style und die ist sogar lila, was ich ziemlich cool finde. Sie hat nur eine Ladezeit von 60 Minuten, hält dann aber 90 Minuten und das ist definitiv ausreichend, um ein Pferd zu scheren. Ich habe dafür den Scherkopf in der Größe 10 mit einer Schnittlänge von 1,8 mm und auch hier werde ich euch jetzt zeigen, wie man den einbaut. So sieht dieser Saphir Style nochmal in Nahaufnahme aus und ich habe gesehen, die Progress gibt es auch in so einem coolen dunklen lila Ton. Hier könnt ihr eure Ladestation einmal für die Saphir Style so nutzen, aber auch für einen weiteren Akku. Den Akku könnt ihr mit diesem Drückmechanismus einfach rausziehen und dann könntet ihr den nämlich auch hier laden, indem ihr den so reinsteckt. Ich werde mir definitiv noch einen zweiten Akku holen, zeige euch jetzt aber erstmal, wie man das Messer hier reinkriegt. Das funktioniert nämlich wirklich ziemlich einfach. Dafür braucht man nicht einmal Schrauben. Hier haben wir unser Scherkopf und hier ist so ein Knopf. Den drückt man, dann klappt man das hoch und kann es einfach abziehen. Und genauso einfach ist es auch drauf zu machen. Draufschieben und runterklappen. Und schon ist das Ganze fertig. Ich habe jahrelang immer nur mit einer normalen Schermaschine wie der Progress das ganze Pferd geschoren, habe aber gemerkt, wie viel einfacher das ist mit so einem kleinen Scherkopf und so einer kleinen Schermaschine, wo man kein Kabel zwischen den Pferdebeinen hat, denn so ist das einfach auch viel sicherer und geht viel, viel schneller. Bringt auf jeden Fall Geduld mit, wenn ihr auch zum Beispiel die Beine eurer Pferde scheren möchtet, denn Carlsson zum Beispiel steht schon so artig, aber die Fliegen nerven mal oder die Schermaschine kribbelt. Deswegen lasse ich das einfach zu, wenn er mal das Bein heben möchte. Bin einfach achtsam, damit ich ihn nicht schneide und dann lasse ich ihn halt mal zappeln. Man kann damit auch super den Übergang zur Mähne schneiden. Ich schaffe es trotzdem jedes Mal ein bisschen Mähne mit abzuscheren. Auch um hier im Kehlbereich einfach ordentlich noch einen Übergang zu schaffen, ist die sehr, sehr gut geeignet. Und wenn euer Pferd mal den Kopf nach vorne strecken soll oder generell abgelenkt werden soll, holt euch jemanden zur Hilfe. Patrick hat ihn dann hier mit seiner Leckschale abgelenkt und dann war Carlsson sehr zufrieden und ich kam überall hin. Wichtig ist, die Schermaschine während des Scherens öfter sauber zu machen. Also ich mache es nach Gefühl, ich habe noch nie auf die Uhr geguckt, aber alle paar Minuten putze ich einmal das Fell runter mit einer Bürste. Hier ist auch so ein Pinsel bei und öle sie nach. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe hier so eine alte Schmuse-Kadetsche, mit der ich erstmal grob das Fell runterputze von der Maschine. Man kann dann auch noch mit dem beigelegten Pinsel besser zwischen die Schermesser kommen, aber jetzt waren die noch nicht so dreckig. Ich mache das so von allen Seiten grob runter, damit die schön Luft bekommt. Ihr müsst auch darauf achten, hinten ist zum Beispiel der Luftschlitz, den müsst ihr auch noch mit sauber machen. Und dann öle ich das Ganze. Das Öl war auch mit in der Schermaschine drin. Da müsst ihr einfach einen dünnen Streifen über die Schermesser geben, dann noch da oben in das Loch ein bisschen einfüllen und dann könnt ihr ab und zu auch nochmal von unten ein bisschen was reingeben. Da müsst ihr so nach Gefühl, das wisst ihr irgendwann, wie viel Öl und wann ihr das so verwenden müsst. Und dann ist sie wieder betriebsbereit. Besonders knifflig finde ich die Stelle im Bereich der Gurtlage, dass man da nicht in die Hautfalten schert. Holt euch sonst noch eine zweite Person zur Hilfe, die dann das eine Bein nach vorne nehmen kann. Und hier verwende ich dann auch die kleine Schermaschine. Ich schere total ungern die Gurtlage, deswegen ist es hier auch sehr streifig, weil Carlsson da auch kitzelig ist. Ich ziehe mir immer mit der einen Hand die Haut ein bisschen glatt und mache kurze Scherbewegungen, auch sehr langsam, damit ich ihn nicht verletzen kann. Aber es ist wirklich nicht so meins. Achtet einfach darauf, dass ihr möglichst vorsichtig seid und lieber einmal öfter ansetzt. Und diese kleine Schermaschine ist wirklich sehr gut dafür geeignet. Hier seht ihr das nochmal. Ich ziehe die Haut immer schön glatt und mache ganz kleine, langsame Bewegungen. Gleich hole ich mir auch Patrick zur Hilfe, damit ich noch mehr Platz habe da unten. Er zieht nämlich jetzt das Bein von Carlsson nach vorne. So zieht er die Haut noch straffer und ich bekomme einfach mehr Platz, um überall hinzukommen. Das Einzige, was ich beim Scheren stehen lasse, ist die Sattelfläche, da es sonst dort echt zu unschöner Reibung kommen kann. Das Ganze sieht so aus und hinten am Schweif, da lasse ich noch ein Dreieck stehen, damit ich einen ordentlichen Übergang habe. Ich bin hier immer Freischnauze.
Ich habe keine Schablone, keine Vorlage. Ich weiß ungefähr, bis wo meine Schabracken liegen. Das sollte man ja so im Augenmaß drin haben. Man sattelt sein Pferd ja regelmäßig und dann schäre ich drauf los. Weil ich bin bei vielen Sachen pingelig, aber hier eher der Grobmotoriker. Versuch trotzdem wenigstens pro Seite das ordentlich zu machen und so möglichst gleichmäßig wie es geht. Hier führe ich die Schermaschine auch nur ganz leicht lang. Führe sie so rund wie es geht und um die Kanten gleich nochmal schöner zu machen, könnt ihr die Schermaschine vorsichtig so ansetzen. Passt aber auf, dass ihr nicht zu doll drückt und euer Pferd verletzt. Hier schneide ich natürlich nochmal entgegen der Fellrichtung. Auch hier versuche ich so ordentlich wie möglich und jetzt kommen wir gleich hinten zum Dreieck. Auch da bin ich immer frei Hand und bis jetzt hat noch keiner ein Geodreieck rangehalten und geguckt, ob die Winkel passen. Ich habe nämlich, was das angeht, glaube ich, einen kleinen Knick in der Optik. Aber der Übergang sieht einfach schöner aus, wenn man so ein Dreieck reinschneidet, als wenn man es einfach nur gerade macht und versucht es einfach so genau und ordentlich wie möglich. Wenn ihr dann fertig seid und das Pferd ordentlich geschoren ist, dann sieht das Ganze so aus. Ich putze dann das Pferd ganz gründlich ab, damit wirklich alle Stoppeln runterkommen. Und da kommt dann auch immer richtig viel Staub nochmal hoch. Nehmt da ruhig eine etwas festere Kadetsche für. Hier habe ich gesehen, dass da noch ein bisschen was stehen geblieben ist. Da konnte ich dann nochmal eben schnell nachscheren. Und am Ende war wirklich alles ordentlich. Das Thema Decken ist wirklich schwierig. Ich zeige euch hier einmal meine Fuganza Winterdecke mit 400 Gramm. Die ist für jetzt noch definitiv zu warm. Die Passform ist einmalig, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sowas von überzeugend. Hier unten ist noch so ein Bauchlatz, wo man die Bauchstrippen dann durchziehen kann. So ist der Bauch auch von unten vor der Kälte geschützt. Am Hals ist so ein dicker Fließkragen, da kann der Wind dann auch nicht so reinziehen. Man kann noch zusätzlich ein Halsteil anbringen und es ist noch am Widerriss ein Polster eingenäht, damit die Decke eben nicht ganz aufliegt. Und sie sieht einfach nur zusätzlich noch richtig schön aus. Ich kann sie nur empfehlen. Das ist die Decke für jetzt. Sie hat 300 Gramm, ist schon ein paar Mal gewaschen. Ich finde auch die super schick. Die Passform ist auch hier wieder toll. Ich habe die Decken auf drei verschiedenen Pferden liegen und auf jedem liegt sie einfach perfekt. Sie hat ein, wie gesagt, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und ich würde sie immer wieder nachkaufen. Sie sehen bis jetzt nicht benutzt aus, obwohl ich sie schon zweimal habe waschen lassen und das ist für mich sehr wichtig, denn bei drei Pferden kann ich leider keine High-End kaufen. Das war's mit meinem Video. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und alles zu den Schermaschinen findet ihr unten in der Infobox. Bis dann, tschüss!